Willkommen zur Präsentation meiner bisherigen Forschung. Aber zuerst, so viele Leute, zuerst ein kurzer chemischer Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Chemiker und einer Hebamme? Der Chemiker sagt H2O, die Hebamme aber sagt OH2. Igor! Hier unter diesem Laken befindet sich die experimentelle Anordnung meines Experiments. Es geht um die Herstellung eines alternativen Energieträgers, nämlich Wasserstoffgas! Es wird mit Hilfe von Sonnenenergie hergestellt. Also es ist eine saubere Energie und könnte vielleicht in den nächsten Jahren die Welt verändern. Oder geradezu die Weltherrschaft an sich reißen. Hier in diesem Bassin befindet sich Wasser, sonst nichts. Wir brauchen allerdings noch zwei chemische Katalysatoren, um die Sonnenenergie umzuwandeln. Der erste ist sehr kompliziert, wie Sie sehen, aber er besteht im Grunde genommen im Zentrum aus einem Metall namens Osmium. Dieses ist in der Lage, die Sonnenenergie zu absorbieren und kurzzeitig zu speichern. Weil, Igor, rein damit! Weil der zweite Katalysator, der sehr ähnlich aussieht wie der erste, zugegeben, aber im Zentrum ein ganz anderes Metall beherbergt, nämlich Palladium. Und dieses Metall ist in der Lage, Wasser zu spalten und das Wasserstoffgas herzustellen. Nun brauchen wir natürlich auch noch die Sonne für unser Experiment. Doch leider haben wir heute nur einen minderwertigen Ersatz dafür mitgebracht. Nun, da wir die Katalysatoren haben und auch für das Sonnenlicht gesorgt haben, kann das Experiment die Reaktion beginnen. Und wie wir sehen, entsteht das Wasserstoffgas. Sie sehen Blubberblasen im Gefäß. Das Wasserstoffgas wird gebildet. Es entweicht in die Gasphase und kann nun auch aufgefangen werden. Und zwar mit Hilfe spezieller Tanks. Aber heute verwenden wir nur einen Luftballon. So, Moment. So, Moment. Und wie Sie nun sehen, wird Wasserstoffgas gebildet. Wir fangen es im Luftballon auf. Weiter, schneller. Die Leute haben ja nicht ewig Zeit. Was tust denn du? Nur die Pumpe. Das gehört alles zum Experiment dazu. Wir Wissenschaftler nennen das Trial and Fail. So, nun haben wir das Wasserstoffgas gebildet. Und wenn man es verbrennt, dann wird die Energie wieder frei. Deswegen ist es ja auch der alternative Energieträger. Und deswegen kann man auch zum Beispiel Autos damit betreiben. Oder man kann zum Beispiel Maschinen damit betreiben, so wie mit Erdöl. Nur, dass wenn der Wasserstoff verbrennt, die Energie frei. Die Energie frei wird,
und als Nebenprodukt nur wieder reines Wasser entsteht. Wasser, das völlig umweltverträglich ist, natürlich und rein. Keine Stickoxide, keine CO2-Gase, nichts Umweltschädliches. Und ich darf sagen, und das dürft ihr euch alle auf die Brust heften, in Wien wurde 2010 oder 12? 2012 die erste österreichische Wasserstofftankstelle eröffnet. Dafür bekommt ihr jetzt einen Applaus von uns beiden hier heroben. Und wie ihr sehen könnt, gibt es auch eben schon Autos, die mit dem Wasserstoffgas fahren. Denn im Motor wird das Wasserstoffgas verbrannt, es entsteht Energie und damit wird die Maschine angetrieben. Bring mal mit den Stecker. Und nun wollen wir euch natürlich zeigen, wie das aussieht. Natürlich ist es jetzt ein wenig anders als vielleicht erwartet, weil wir den Sicherheitsbestimmungen natürlich, wie es ein guter Wissenschaftler immer tut, Folge leisten müssen. Und für euch heute hier in der Aula der Wissenschaften die Knallgasreaktion.